Die Lehrzeit, die ich als Maschinenschlosser hatte, war auf 3 Jahre im Vertrag, aber nach 2,5 Jahren mussten wir die Gesellenprüfung machen. Das war der Dezember 1944, um noch bereit für militärischen Einsatz zu sein. Es war eine große Lehrwerkstatt in einem Hydrierwerk. Wir waren also Produzenten für Benzin, für Flugzeuge und für Panzer vor allem. Und damit war klar, es ist keine Zeit mehr, ab Januar 1945 neue große Ausbildungen in Einberufungen zu machen, sodass wir eingezogen wurden zum Volkssturm, also nicht die jammervollen Bilder, die man ja kennt bis zu Hitler, da vor Jungs von 14 Jahren steht, sondern wir sind geschlossen als eine Lehrwerkstatt mit über 100 Leuten sind wir eingezogen worden und wurden dann in ganz kurzer Frist mit Panzerfaust und Gewehre ausgebildet und sollten gewissermaßen am Stettinar, von dem ich zu Hause war, den Widerstand leisten, wenn die Rote Armee über das Haff kommt. Aber die kam nicht über das Haff, sondern die ging über die Oder bei Stettin. Und von dort aus war dann klar, dass der Vormarsch der Roten Armee nicht über die breite Front des Haff kommt. Und damit wurden wir auf die Insel Rügen verlegt. Und von dort bin ich dann in Kriegsgefangenschaft gekommen. Die Kriegsgefangenschaft dauerte 4 Jahre, war aber in beachtlicher Unterschiedlichkeit, womit auch meine Prägung dann im politischen Verhalten und auch Denken entstand. Zunächst waren wir eingesetzt in Hinterpommern, weil dort noch die Ernte auf dem Halm stand und damit war die Chance für die Rote Armee, über diesen Weg auch ihre eigene Versorgung zu schaffen. Und dort begann bereits zunächst für mich ein Erleben zwischen denen, die nun mit Dienstgraden bis zum Unteroffizier in der Gefangenschaft waren. Die Offiziere waren ja extra dann in Lagern und wir blieben zusammen und die Unteroffiziere wollten uns 17-Jährige weiterkommandieren. Ich war Schlosser und konnte mich mit der Landmaschine auskennen beim Dreschen, hatte etwas mit Pferden im Dorf gelernt und damit war mal ein anderer Bezug zwischen den Rotarmisten, die ja nun auch eine Aufgabe hatten, nämlich die Ernte einzubringen und sich demzufolge uns gegenüber auch so verhielten, dass wir fleißig arbeiten, damit diese Aufgabe erfüllt wird. Und die Auseinandersetzung beginnt für mich bereits zwischen den Deutschen selber, bevor ich mit der sowjetischen Seite mich mehr vertraut machte. Das ging bis zu Weihnachten und Weihnachten 45 bin ich dann nach Breslau in ein großes Lager gekommen. Da blieben wir wieder 5 Wochen und dann ging es nach Oberlowka, das ist etwa 200 Kilometer vor Moskau, wo die großen Schlachten auch mit Napoleon waren und damit mit einmal für uns, die wir nun dort im Walde arbeiteten im Winter, eine ganz schwere körperliche Arbeit, die da zu leisten war. Ich hatte viel Glück, dass ich wiederum mit jemandem in diesem Falle gemeinsam gearbeitet habe, der aus einem Bauernhof in Bayern kam, der wusste, wie man Bäume fällt. Das spielt auch eine große Rolle, ob man jemanden hat, der sich bei einer Arbeit, die ein völlig Fremdes auskennt. Und da ging es wieder so. Die Rotarmisten, die uns bewachten, hatten die Aufgabe, dass wir die Norm erfüllen. Und mein Partner, der vielleicht seine paar 30 Jahre alt war, merkte, dass ich fleißig und bereit bin, sozusagen mit ihm zu arbeiten.
Wir lösten unsere Aufgaben und machten gute Normerfüllung. Dann bin ich noch nach Moskau in einem Vorort, wo es wiederum darum ging, in der Bäckerei zu arbeiten und auch ein Teil in der Nachtschicht, um im kalten Winter die Stadt mit Wärme zu versorgen. Und dort begann ich, mich dann vertraut zu machen in der Bibliothek mit Literatur, die antifaschistische Literatur, die dort vorhanden war, waren ja Seeger, das war auch Brecht, das war Weinert, das waren also Bücher, mit denen man nun begann, am Abend sich zu beschäftigen. Und damit begriff das Antifa-Komitee, was in dem Lager war, dass da junge Leute sind, die sich interessieren. Und ich wurde angesprochen, dann 1947, ob ich bereit bin, auf eine Antifa-Schule zu gehen. Ich wusste nicht, was eine Antifa-Schule ist und habe mich dann erstmal genauer erkundigt. Und da wurde mir dann klar und deutlich gesagt, wir kennen deine Biografie, das ist ja alles ein bisschen aufgeschrieben, da lernst du und kannst auch lernen, was du in deiner Dorfschule nie gekannt hast. Du hast bei uns in der Bibliothek ja viele Bücher gelesen, das wissen wir. Und dann bin ich nach Ryazan, das ist wiederum etwa 200 Kilometer von Moskau, auf eine zentrale Antifa-Schule. Dort hatte ich wiederum ein großes Glück, dass der Lehrer, den ich hatte, Dr. Rink, ein Arzt, der in Rumänien zur Roten Armee übergelaufen war, und er war mein Lehrer und er nahm mich dann mit, als die Schule von Ryazan nach Riga verlegt wurde, im Sommer 1948. Und da war ich dann Assistent und damit hatte ich das Erleben, einmal die verbrannte Erde von Moskau, wo ich im Wald gearbeitet habe, das Entgegenkommen von Rotarmisten uns gegenüber als Kriegsgefangene. Und damit war das Gefühl da, du musst Wiedergutmachung leisten. Und aus dieser Wiedergutmachung, die mein erstes Überlegen und auch Verhalten mitprägte, kam dann die Antifa-Schule, mit der dann wiederum sehr verbunden war, dass dort ein Oberst eigentlich, der aber zugleich Professor Jansen ist, er war, der dann nur 3 Wochen Vorlesung machte. Aber er war nicht der große Philosophielehrer, sondern er wollte uns gewinnen mit unserem eigenen Erleben. Er wollte uns bewusst machen, wie Geschichte ist und wie wir nun einen neuen Schritt ins Leben nehmen müssen. Und das war dann die Voraussetzung, als ich im Januar 1949 zurückkam. Das gab mir mein Lehrer Dr. Rink wieder mit auf den Weg und sagte, du gehst erst in einem Betrieb arbeiten. Wenn du nach Hause kommst, wollen die gleich, dass du in der Politik wirksam wirst. Mach das nicht, sondern du musst selber ein neues Erleben haben. Und dann bin ich in der Tat wieder als Schlosser im LEW in Hellingsdorf gewesen, habe dort Lokomotiven, wo noch drauf stand, Räderrollen für den Sieg, das war schon 4 Jahre danach, die waren immer noch als Lokomotiven unterwegs, wo wir dann als junge Leute, ich war ja da auch erst 20 Jahre, gearbeitet haben. Aber dort war dann mein Engagement auch bereits in den politischen Diskussionen. Ja, ich hatte den Spitznamen der Russe, weil ich ja nur mit allen, die da kamen, die Diskussion hatte in den Pausen. Ganze Frühstückspause war eine einfache,
Debatte und Diskussion, weil es waren ja viele Westberliner, die da auch gearbeitet haben. Und damit war ich langsam in dem Betrieb, in der Gewerkschaft, sozusagen ein bekannter, junger, streitbarer Antifaschist. Bin zum 1. Mai dann 1949 fünfmal in den Dörfern aufgetreten als Redner und bin damit in die Politik gekommen. Und ab 1949 zum dritten Parlament der FDJ war ich Delegierter geworden, war auch als Jungaktivist im April auf dem Jungaktivistenkongress in Erfurt. Da lernte ich schon ganz per Zufall Lotto Ulbricht kennen. Lotto Ulbricht erlebte, wie ich da sehr streitbar diskutierte. Die erklärte mir dann, du musst unbedingt eine Hochschule besuchen. Leute wie du brauchen wir in der Wirtschaft. Naja, und rauskam, dass ich nicht zum Studium in der Wirtschaft war, sondern es kam meine Tätigkeit im Jugendverband. Und da kam dann die Vokabel, die mein Leben auch begleitet hat. Erich Honecker war ja der erste Sekretär der FDJ. Und nach dem Deutschlandtreffen 1950 war, wie wir es nannten, ein Kadergespräch. Und die Formel werde ich nie vergessen, die Erich Honecker drauf hatte. Ich wollte studieren und erklärte, was Lotto Ulbricht mir gesagt hat. Und Erich Honecker sagt, weißt du, Hans, es ist so, es gibt welche, die studieren und es gibt welche, die sorgen dafür, dass andere studieren. Du wirst Funktionär in der FDJ und dann sorgst du dafür, dass viele studieren. Und das war sozusagen dann mein Beginn in der Freien Deutschen Jugend und der Weg in diese antifaschistische Jugendbewegung, die wir ja zu diesem Zeitpunkt noch immer besonders geprägt waren. Wir waren kein sozialistischer Jugendverband. Wir waren die Freie Deutsche Jugend mit ihren Wurzeln, die Horst Brasch und andere aus der Emigration in England mitgebracht hatten, der mein Landesvorsitzender in Brandenburg dann war. Und so war das immer ein Geben und Nehmen in dieser Phase. Und so bin ich dann bis 1952 noch in Mecklenburg gewesen und war dann 1952, 1953 einer, der den zweiten Lehrgang, den Jugendfunktionäre der DDR besuchten, in Moskau beim Studium auf der Komsomol-Hochschule war.